Ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Du willst wissen, wie der Schütze in der Liebe und Partnerschaft tickt? Dann bleib jetzt dran. Dies ist nur ein Video in meiner neuen Serie und hier nehme ich ein Sternzeichen nach dem anderen unter die Lupe, um zu schauen, wie sie in der Liebe ticken und in der Partnerschaft. Ja, gerne kannst du mir auch einen Kommentar schreiben, was du für Erfahrungen mit den verschiedenen Sternzeichen gemacht hast. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. Aber stopp, bevor ich jetzt loslege, gibt es noch was Wichtiges zu beachten. Es handelt sich hier um allgemeine Beschreibungen von den Sternzeichen. Und das heißt, dass es nicht auf jeden einzelnen Menschen im gleichen Maß zutreffen muss. Jeder Mensch ist ein individuelles Wesen mit einzigartigen Eigenschaften. Und wir sind ja auch nicht nur unser Sternzeichen. Wir haben auch den Aszendenten, den Deszendenten, den Mond, der wichtig ist. Es gibt da eine ganze Menge Planeten und Häuser und Aspekte im Horoskop, die uns ausmachen. Und dazu kommt auch noch unsere Lebenserfahrung. Also, wenn du mit 16 vielleicht eine bestimmte Vorstellung von einer Beziehung hattest, dann hast du mit 30 möglicherweise eine ganz andere und mit 50 eine wieder andere. Also bitte bedenke das und schau dir die Menschen genauer an, auch wenn sie einem bestimmten Sternzeichen zugehörig sind. Zurück zum Schützen. Ist er dein Traumprinz oder deine Traumprinzessin? Seid ihr im Punkto Partnerschaft mit euren Wünschen und Ansichten kompatibel? Kannst du seine positiven Eigenschaften genießen und über seine Schwächen hinwegsehen? Kurz gesagt, kannst du ihn akzeptieren und lieben, so wie er ist? Dann nehmen wir den Schützen doch mal ganz genau unter die Lupe. Wie tickt er im Bereich Liebe und Partnerschaft? Was will er? Und was ist er zu geben bereit? Der Schütze ist das 9. Sternzeichen im astrologischen Tierkreis. Sein Herrscherplanet ist Jupiter und sein Element das Feuer. Jupiter verleiht dem Schützen seine unglaubliche Lebensfreude. Auch seine positive Lebenseinstellung. Durch das Element Feuer hat er auch den Drang, das Leben wirklich intensiv zu erleben. Wenn du einen Schütze als Partner hast, dann kannst du dir zumindest sicher sein, dass niemals Langeweile aufkommt. Täglich gibt es neue Abenteuer zu bestehen und man lernt die kuriosesten Dinge kennen, die der Schütze irgendwo ausgegraben hat. Es wäre grundsätzlich kontraproduktiv, dem Schützen in seinem Forscherdrang und seiner Experimentierlust zu bremsen. Ein Schütze braucht das Gefühl der Freiheit, wie die Luft zum Atmen. Der Schütze will das Leben auf positive Art und Weise entdecken und erleben. Und so hat er keine Zeit für Banalitäten. Wenn sein Partner täglich über langweilige Dinge rumnörgelt, zum Beispiel das Wetter, zieht sich der Schütze zurück und schlimmstenfalls kommt es zur Trennung. Ebenso empfindlich reagieren Schützen auf Befehle oder auf Menschen, die versuchen, sie zu irgendwas zu zwingen. Ein Schütze lässt sich weder lenken noch kontrollieren und schon gar nicht unter Druck setzen. Und wenn sein Partner das nicht beachtet, führt das zwangsläufig zum Ende der Beziehung. Schützen sind überaus mutig und auch großzügig. Sie haben einen idealistisch geprägten Verstand und sind oftmals sehr schlagfertig.
Und dazu gehört oftmals auch ein sehr sarkastischer Humor. Deine offenherzige und ehrliche Art kann bis zur Taktlosigkeit hinführen. Schützen gelten als recht ungeduldig. Sie jagen überaus gerne und sind nicht gerade ein Paradebeispiel für Treue. Doch solange die Flamme brennt und eine gewisse Spannung vorhanden ist, sind sie leidenschaftlich und erfindungsreich. Lischt das Feuer jedoch, machen sie sich auf die Suche nach der nächsten Beziehung. Überaus gerne lebt der Schütze seine Freiheit beim Reisen aus. So ist er das Sternzeichen, welches die meisten Reisekilometer absolviert. So liebt er kurze Wochenendausflüge. Aber am liebsten geht es in die weite Welt hinaus. Er liebt es einfach, Neues zu erleben und auch fremde Kulturen zu erforschen. Mit seiner ungebremsten Neugierde liebt er es natürlich auch, Geheimnisse zu entschlüsseln. Und je nachdem, um was es sich dabei genau handelt, kommt das bei seinem Umfeld nicht so gut an. Der Bewegungsdrang der Schützen macht sie zu ausgezeichneten Sportlern. Zudem sind sie sehr tierlieb und auch naturverbunden. Sie sind sympathisch und humorvoll, großherzig und liebevoll. Sie sind warmherzig und vor allen Dingen sehr, sehr ehrlich. Oftmals sind sie so aufrichtig, dass sie sich dabei selbst schaden oder als taktlos angesehen werden. Schützen lieben einfach neue Projekte und sie haben auch die Stärke dazu, diese durchzuziehen. Bei sehr langwierigen Projekten können sie allerdings auch ihre Geduld verlieren und sie dann für uninteressant halten. Schützen wirken allgemein positiv auf ihr Umfeld und verfügen auch über viele gute Ideen. Und egal ob Schütze Mann oder Frau, der Schütze liebt nicht so sehr wie seine Freiheit. In ihm ist ein Abenteurer. Er liebt neue Erfahrungen und Herausforderungen. So ist er immer auf dem Sprung und lässt sich nur ungern aufhalten. Und so kann es auch in der Liebe dazu führen, dass er von Abenteuer zu Abenteuer wandert. Die Welt ist bunt und hat so viel zu bieten. Und deshalb fällt es dem Schützen manchmal auch schwer, sich zu entscheiden. Vermutlich hat er einen weit verstreuten Freundeskreis. Und auch eine Geliebte irgendwo in der Welt. Sicherlich hat er ein Netzwerk, welches ihm Sicherheit gibt, ohne ihn jedoch festzubinden. Seine Gefühle sind dabei stets aufrichtig und ehrlich. Und das gilt auch für seine Worte, die er ausspricht. So viel Ehrlichkeit kann jedoch auch verletzend sein. Denn er geht oftmals dabei nicht sehr diplomatisch vor. Die Schützefrau ist eine unbekümmerte und unternehmungslustige Geliebte. Sie reizt vor allem das Neue und Unbekannte. Deshalb fällt es ihr nicht leicht, sich für den richtigen Mann zu entscheiden. Sie hat ihren eigenen Kopf und ihren individuellen Stil. Und geht gerne eigene Wege. Einem Mann, der sie gängeln oder einschränken will, wird sie sehr schnell davonlaufen. Sie wünscht sich eine Beziehung, in der man gemeinsam wachsen und sich weiterentwickeln kann. Keinen Beziehungstrott, nichts Vorhersehbares.
Und Ihr Traummann darf gerne auch etwas Fremdartiges und Exotisches an sich haben. Der Schützemann ist risikofreudig und unerschrocken. Er tritt mit seiner allzu offenen Art auch gerne mal in ein Fettnäpfchen. Sein Selbstvertrauen ist groß und sein Idealismus fast grenzenlos. Der Schützemann wünscht sich eine Frau, die ihm ebenbürtig ist, die ihr eigenes Leben lebt und dabei gelassen seine Impulsivität und Wildheit toleriert. Wenn der Schützemann seine Traumpartnerin gefunden hat, kann er erstaunlich treu und häuslich sein. Aber er braucht eben immer beides. Den sicheren Hafen ebenso wie die Abenteuer und Freiheit. Auch seine Sexualität wünscht er sich leicht und offen. Alles Komplizierte oder Tiefromantische irritiert ihn. Abenteurer durch und durch ist er natürlich der Liebe an ungewöhnlichen Orten auch nicht abgeneigt. Wichtig ist einfach, dass es Spaß macht. Der Schütze liebt einfach Freiheit, Abenteuer und Reisen. Und er benötigt unbedingt einen Partner oder eine Partnerin, die dafür auch zu haben ist. Jemanden, der ihn auf Trab hält, mit ihm Ausschau nach neuen Abenteuern hält, um die Welt reist und immer für neue Überraschungen sorgt. So, dass es einfach niemals langweilig werden kann. Was denkst du? Ist er dein Traumprinz? Oder sie deine Traumprinzessin? Könnte das mit euch klappen? Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob es da ein Potenzial für dich gibt. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir ein Like da lässt. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute und ich danke dir, dass du dieses Video angesehen hast. Bis bald!